Klein und nicht mehr ganz so günstig oder trübt der Schein? Wie viele Forge-Punkte spart man jetzt noch mit dem neuen Effekt Plünderabwehr? Und wann lohnt sich der Galateturm denn noch? Diese und viele weitere Fragen klären wir in diesem Video. Der Galaterturm wurde Ende 2020 frisch eingeführt und am 3. März 2021 dann nochmal komplett umgekrempelt. Deswegen seht ihr nun auch dieses Video, denn die erste Version wurde mit dem Patch nahezu komplett falsch. Dennoch wird sich diese Version sehr an der ersten orientieren, nur dass ich alle Rechnungen und Zahlen korrigiert habe und auch auf die anderen Änderungen aus dem Patch eingehe. Also let's go! Der Galaterturm ist immer noch 3x3 Felder groß, allerdings nicht mehr so günstig wie das Orakel von Delphi, da er nun auch kein zeitalterloses Gebäude mehr ist, sondern dem frühen Mittelalter zugeordnet wurde. Seine Kosten wurden dementsprechend den anderen legendären Gebäuden des frühen Mittelalters, also dem Aachener Dom und der Hagia Sophia, angeglichen. Wobei, das stimmt nicht ganz. Genauer gesagt wurden die Mäzenbelohnung angeglichen. Spieler, die euch bei der Förderung unterstützen, erhalten nun also weniger Forge-Punkte auf jeder Stufe. Die Gesamtkosten pro Stufe jedoch wurden nicht angeglichen. Die Kosten bei einer 1,9er Förderung sind für den Besitzer durch den Patch also gestiegen und der Galaterturm ist zudem auch noch teurer als seine Kollegen des frühen Mittelalters. Mal ganz davon abgesehen, dass zudem auch noch Güterkosten eingeführt wurden, wenn man den Turm bauen will. Seine Effekte sind soweit gleich geblieben. Er produziert immer noch dieselbe Anzahl Güter, auch wenn diese durch die gestiegenen Kosten natürlich nicht mehr so effizient sind, und er bietet den einzigartigen Effekt Plünderabwehr, der euch die Chance gibt, Plünderung abzuwehren, wodurch ihr die Produktion der Gebäude behaltet. Da der Galaterturm nun einem Zeitalter angehört, wurde auch die Questreihe zur Gewinnung von Blaupausen entfernt. Oder besser gesagt, wurde der Turm wahrscheinlich einem Zeitalter zugeordnet, weil man die Questreihe entfernen wollte. Diese war vor dem Patch nämlich die einzige Möglichkeit, an Blaupausen für den Turm ranzukommen. Jetzt kriegt man Blaupausen auch zufällig beim Motivieren oder Polieren von Gebäuden des frühen Mittelalters. Also nichts Besonderes mehr. Machen wir also weiter mit der Güterproduktion. Nun, hier hat sich eigentlich nichts großartig verändert. Durch die erhöhten Kosten bei einer 1,9er Förderung ist er eben nur noch ineffizienter im Vergleich zu anderen legendären Gebäuden als vorher. Vor der Moderne bleibt er bis zu einer Investition von etwas mehr als 5000 Forge-Punkten der schlechteste Güterproduzent. Vor dem Patch hat er sich dann bis zu einer Investition von 25.000 Forge-Punkten über eine 1,9er Förderung ins Mittelfeld vorgearbeitet. Dabei hat er die Dresdner Frauenkirche sogar eine ganze Weile überholt, auch wenn er später dann wieder knapp unter sie gefallen ist. Da ich bei allem in der Vergangenheit rede, könnt ihr euch schon denken, dass nichts mehr davon der Fall ist. Der Galaterturm bleibt dauerhaft schlechter als die Frauenkirche. Von knapp unter kann man bei 25.000 Forge-Punkten auch nicht mehr annähernd sprechen. Nur das Atlantis-Museum, wenn man zusätzliche Plünderung nicht beachtet, und der Relikt-Tempel sind noch schlechter als der Galaterturm. Nach der Moderne produziert der Galaterturm bei einer Investition von 25.000 Forge-Punkten insgesamt 148 Güter aus drei Zeitaltern zuvor. Das sind nur 12 Güter mehr als der Stargazer bei gleicher Investition. Und der Stargazer produziert auch nach der Moderne die Güter aus nur einem Zeitalter zuvor, also zwei Zeitalter höher als der Galaterturm. Selbst die Boki Meiji produziert bei einer solchen Investition etwa 125 Güter und die sind nach der Moderne sogar immer noch aus dem aktuellen Zeitalter. Würde man die Güter 2:1 ins aktuelle Zeitalter hochtauschen, bildet er mit dem Atlantis-Museum das Schlusslicht des Diagramms. Auch wenn also die eigentliche Güterproduktion durch den Patch nicht verändert wurde, zeigen sich die Auswirkungen der höheren Förderkosten hier wohl am deutlichsten. Der Galaterturm ist nochmal deutlich ineffizienter als vorher. Klar, er produziert das immer noch auf einer sehr kleinen Fläche von nur 9 Feldern, aber mit nur 7 Feldern mehr kann man sich auch den Leuchtturm von Alexandria bauen, der einer der besten Güterproduzenten ist. Gäbe es also nicht auch noch den zweiten Effekt, die Plünderabwehr, würde ich klar von dem Bau abraten, wenn es nur um Güter geht. Also rüber zur Plünderabwehr. Wenn Spieler eurer Nachbarschaft euch angreifen und eure Verteidigung durchbrechen, erhalten sie die Chance, eine eurer fertigen Produktionen zu plündern. Falls gerade gar keine Produktion fertig sind, können sie sich auch 24 Stunden dafür Zeit lassen. Wählen sie eines eurer fertigen Gebäude aus, erhalten sie normalerweise die Produktion und das Gebäude wird bei euch nur noch mit einem Blitz angezeigt und ihr erhaltet beim Ernten nichts.
Der Galaterturm gibt euch aber für eine bestimmte Anzahl von Plünderungen nach dessen Ernte eine Chance, dass diese abgewehrt werden. Für wie viele Plünderungen der Effekt noch gilt, hängt vom Level ab und wird in euren Effekten angezeigt. Habt ihr noch potenzielle Abwehrungen aus der letzten Ernte und ein Nachbar will eines eurer Gebäude plündern, wird in dem Moment, wo er auf das Gebäude klickt, eine Abwehrung abgezogen und zu der entsprechenden Chance auf diesem Level ausgelost, ob die Plünderung abgewehrt wird. Schlägt die Abwehrung an, erhält der Plünderer nur ein Pop-up, dass euer Galaterturm die Plünderung abgewehrt hat und er muss die normalen 24 Stunden abwarten, bis er euch wieder angreifen und überfallen kann. Und natürlich können so eventuell auch Plünderungen von Gebäuden abgewehrt werden, die Forge-Punkte produzieren. Und wenn die Plünderabwehr dort anschlägt und ihr somit Forge-Punkte behaltet, die ihr ohne den Galaterturm eigentlich verloren hättet, können diese als indirekte Produktion des Galaterturmes angesehen werden. Das gilt natürlich auch für alle anderen Ressourcen, aber bei Forge-Punkten ist es natürlich interessant, weil ihr zur Förderung auch Forge-Punkte bezahlt. Man kann also ungefähr ausrechnen, wie lange der Galaterturm braucht, um sich zu rentieren. Dazu müssen wir aber natürlich erstmal wissen, welche Gebäude denn überhaupt geplündert werden. Ich gehe also einfach mal von einer Beispielstadt mit diesen 6 Gebäuden als die besten Produzenten für Forge-Punkte aus. Mehr als 6 potenzielle Abwehrungen kann der Galaterturm nämlich selbst auf extrem hohen Stufen nicht geben. Passen diese Zahlen absolut nicht zu eurer Stadt, zeige ich euch nachher noch, wie ihr das mit meiner DIY-Analyse auch für eure Stadt ausrechnen lassen könnt. Trotzdem sind da natürlich schon die ersten Annahmen. Wir gehen nämlich davon aus, dass immer diese Gebäude geplündert werden und auch immer in dieser Reihenfolge. Dass der Plünderer das beste Gebäude vielleicht gar nicht kennt, euch zu einer Zeit überfällt, wo beispielsweise nur ein königliches Marmortor mit seinen Münzen mit einer 8-Stunden-Produktion fertig ist oder einige dieser Gebäude vielleicht motiviert sind, ignorieren wir einfach. Auch gehen wir davon aus, dass ein zweiter Plünderer immer das zweite Gebäude plündert, auch wenn die erste Plünderung vielleicht abgewehrt wurde und so die beste Produktion eigentlich sogar noch verfügbar stünde. Hier werden also sehr viele Annahmen getroffen, aber das ist beim Galaterturm leider notwendig, um wenigstens eine Orientierung zu errechnen. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, die Produktion des Galaterturmes und somit die Rentabilität zu errechnen. Bei der ersten multiplizieren wir einfach die Anzahl Anwendungen mit der Chance und der Durchschnittsproduktion. Diese errechnen wir immer von genau so vielen Gebäuden, wie auf der entsprechenden Stufe Abwehrung verfügbar sind. Bei 2 Anwendungen also der ersten 2 Gebäude, bei 3 Anwendungen der ersten 3 Gebäude und so weiter. Wir brauchen die Durchschnittsproduktion, weil wir natürlich nie wissen, welches Gebäude geplündert wird. Über eine lange Zeit wird also mal die Plünderung des Winterzuges und mal eines Terrassenfeldes abgewehrt. So haben wir jetzt die Durchschnittsproduktion auf allen Stufen. Dadurch können wir jetzt die Gesamtkosten für die Stufen teilen und kommen auf den Return on Invest. Besonders akkurat sind diese Zahlen für die meisten Spieler aber nicht. Eine Umfrage auf meinem Community-Tab mit unglaublichen über 600 Teilnehmern hat gezeigt, dass mit Abstand die meisten Spieler eh fast nie geplündert werden. Mit 0 rechnet sich das aber immer sehr doof, deshalb ignorieren wir diese offensichtliche Minderheit einfach und betrachten vor allem die 18%, die angeben, mindestens einmal pro Tag geplündert zu werden. Wobei 16% alleine maximal 2-mal pro Tag geplündert werden. Es macht also in der Rechnung eigentlich absolut keinen Sinn, ab Stufe 71 von 6 Plünderungen täglich auszugehen. In der zweiten Berechnung gehen wir also einfach immer von 2 Plünderungen täglich aus. Im Prinzip steigert sich durch das Fördern also lediglich die Prozentchance. So kommen wir natürlich auf eine deutlich niedrigere Produktion und damit auf einen höheren Return on Invest. Hier der Vergleich zur vorherigen Rechnung, wo wir die maximale Produktion und damit den minimalen Return on Invest ausgerechnet haben. Gerade mal ungefähr 16 Forge-Punkte pro Tag auf Stufe 45 und damit ein Return on Invest von 803 Tagen ist nicht gerade prickelnd. Auf sehr niedrigen Stufen allerdings schneidet der Turm recht gut ab. Auf Stufe 10 würde er in unserer Beispielstadt sogar 11,2 Forge-Punkte produzieren und hätte damit einen Return on Invest von nur 152 Tagen. Das wäre eine höhere Produktion als das Cape Canaveral auf Stufe 8, wo ungefähr genauso viel investiert wurde, auf weniger als der Hälfte der Fläche des Cape Canaveral. Allerdings gehen wir halt immer noch davon aus, dass in unserer Beispielstadt täglich die beiden besten Gebäude geplündert werden. Sind euch das zu viele Plünderungen täglich oder die Beispielstadt zu gut oder zu schlecht, habe ich euch auch wieder eine DIY-Analyse auf meiner Webseite erstellt. Dort könnt ihr eure 6 besten Gebäude eintragen, die Forge-Punkte oder Güter produzieren und wie oft ihr täglich geplündert werdet.
Der Rechner macht dann den Rest für euch und ihr könnt euch verschiedenste Daten wie Durchschnittsproduktion, Return on Invest, Kosten und vieles mehr anzeigen lassen. Dann hoffe ich konnte euch mit dieser Neuauflage wieder etwas weiterhelfen und der Galaterturm wird nicht nochmal verändert. Hat es euch gefallen, bewertet gerne das Video und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Links zu allen wichtigen Plattformen in der Videobeschreibung, Discord, Instagram und Twitch. Bis dahin dann erstmal ciao.